Buenos días. Jeder hier ist genauso tot wie Sie. Deswegen nennen wir es auch das Reich der Toten. Manny, was tust du denn hier? Ich wollte mich erkundigen, wie deine Reise verläuft, Engelchen. Ich bin schließlich dein Reiseberater. Da wäre ich ja zu Fuß schneller gewesen. Ich verpasse noch die Vergiftung. Sparen Sie sich das Geschülze. Ich will nur was Billiges und Ruhiges, mehr nicht. Wenn ich im nächsten Verkaufsbericht bei Ihnen nichts Anständiges sehe, sind Sie raus, klar? Schätze, man konnte mich nicht retten. Nein, aber vielleicht können Sie mich retten. Ich war einst ein Sensenmann wie du, Manuel. Doch dann habe ich in unserer geliebten Dienststelle ein Netz der Korruption entdeckt. Ich habe Grund zu der Annahme, dass die Abteilung die Seelen, die ihr anvertraut werden, betrügt. Ich fürchte, jemand stiehlt die Zukunft jener armen, naiven Seelen, sodass sie keine andere Wahl haben, als allein und schutzlos den trügerischen Pfad der Tränen zu begehen. Schutzlos und allein. Wie Babys, Manuel, wie Babys. Hast du Beweise? Und genau hier kommst du ins Spiel, Manuel. Oder soll ich Agent Calavera sagen? Manny reicht völlig. Ich will keiner militärischen Organisation beitreten, Sal. Ich will nur meinen Job zurück, damit ich meine Zeit hier abarbeiten kann. Nun, ohne meine Hilfe kommst du nicht einmal aus der Stadt. Das wiederum bedeutet, dass du diese Frau niemals finden wirst. Und somit hast du auch keine Chance, deinen Job zurückzubekommen. Überleg's dir. Wir könnten einander sehr nützlich sein. Ich fürchte, ich habe hier einen deiner Jungs in der Leichenhalle. Sag mir, Manny, hätte ich eine Chance gehabt? Du musst aufpassen, wo du hintrittst, Fremder. Mubakawa ist nicht mehr das beschauliche Hafenstädtchen von einst. Ich will zurück in die Stadt, wo das Leben pulsiert. Manuel, bist du in sie verliebt? Liebe? Liebe ist für die lebenden Zellen. Ich will sie nur aus einem Grund. Sie kann mich hier rausbringen. Ich verschwinde von hier. Diese Welt ist was für Idioten.